Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zu unserem Webinar am Mittwoch mit WTI, Schweizer Franken, japanischer Yen und US-Dollar, Hongkong-Dollar. Das sind die drei Charts des Tages, wo wir schauen, wie und wann wir hier mit Bewegung rechnen können. Alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer an dieser Stelle, wie immer auch die Bitte, wenn Fragen sind, einfach rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook. Und dann kann ich direkt auch auf die Fragen mit eingehen. Bevor wir ins Webinar starten, wie jeden Morgen der Risikohinweis, hier ist er abgebildet, den bitte ich so, wie er ist, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Wolfgang, einen schönen guten Morgen. Also hier, Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Was gibt es heute an Tagesnachrichten? Ja, Thema Brexit steht heute wieder auf der Agenda, nachdem es gestern, oh Wunder, keine Mehrheit gab. Mal gucken, wie es heute weitergeht. Heute wird gefragt, was die nächsten Schritte werden sollen. Wir werden sehen. Es steht auf alle Fälle im Programm für den heutigen Tag mit drinnen. Was gibt es sonst noch an wichtigen Dingen? Um 12.30 Uhr gibt es hier aus Großbritannien den jährlichen Haushaltsplan. Um 13.30 Uhr das Statement zur Frühjahrsprognose ebenfalls aus Großbritannien. Am Nachmittag dann in den USA um 13.30 Uhr. Sonst ist das immer 14.30 Uhr, aber wegen der Zeitverschiebung hier in den USA gibt es schon die Sommerzeit, deswegen fängt der Handel auch jetzt bei uns schon 14.30 Uhr an. Da gibt es um 13.30 Uhr in den USA den Auftragseingang für die langlebigen Güter und den Erzeugerpreisindex und um 15.30 Uhr bekommen wir hier Rohöl-Lagerbestände. Elena, einen schönen guten Morgen. Heißt also, WTI spielt heute nicht nur auf unserer Ideenagenda eine Rolle, sondern auch im Nachrichtenbereich am heutigen Nachmittag. Da gab es ja letzte Woche eine deutliche Zunahme gegenüber der Vorwoche. Mal schauen, was wir hier ja heute genannt bekommen werden. Das sind also die wichtigsten Nachrichten. Eine Rede seitens der EZB gibt es dann heute auch noch am Nachmittag bzw. am frühen Abend um 18 Uhr deutscher Zeit. Das also zu ein paar wichtigen Nachrichten für den heutigen Tag. Und damit gehen wir gleich einmal rein in die aktuellen Charts hier. Ich sortiere mich nur mal ganz kurz noch oben ran, damit wir alles auch gut im Blick hier haben. Heißt also, wir starten. Wir haben es gerade offen, Hongkong-Dollar. Das heißt US-Dollar, Hongkong-Dollar. Wo stehen wir da momentan? Ich skaliere das einmal kurz ein wenig für all diejenigen, die hier vielleicht nicht ganz so viel sehen, weil der Bildschirm oben begrenzt ist, und macht das Bild mal eben etwas kleiner. Worauf möchte ich hinaus? Schauen wir uns das Ganze mal an. Im Großen. Was haben wir hier oben liegen? Wir sehen hier oben, das ist definitiv eine Marke, da will der Markt nicht oben drüber. Wir haben das hier oft genug gesehen, der Markt läuft hoch und springt wieder nach unten weg. Wir haben hier einen Bereich, der immer mal wieder als Unterstützung gegolten hat, hier aus der längeren Vergangenheit, aus dem Jahr 2000, wann haben wir es, 18 hier. Das ist die Marke von 784.100. Die steht als Unterstützung. Das sehen wir hier sehr, sehr schön im Chart der Woche. So, jetzt gehen wir mal zurück in den Tageschart, weil hier sehen wir, was gehauen und gestochen wird. Wir sehen hier den Markt aktuell wieder oben in der Widerstandslinie drinnen. Ich mache nur mal kurz den Chart noch etwas sauber, damit wir hier ein bisschen mehr sehen. Es sind ein paar Trading-Informationen drin, die brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. So, hier oben, wir sehen es, das ist der Top-Bereich, den wir im Wochenchart auch ganz oben gesehen haben, wo der Markt nicht drüber wollte. Und wir notieren hier aktuell innerhalb der Aufwärtstendenz wieder sehr, sehr nah an diesem Bereich. Das heißt, das Top, was wir aktuell haben, liegt um die Marke von 784.900 Hongkong-Dollar. Da will der Markt gerade nicht drüber. Und wir sehen immer mal wieder auch Absprünge. Das heißt, das, was jetzt hier als Idee auch gelten kann, ist die, dass wir wieder im Widerstandsbereich oben drinnen ist. Das heißt, für diejenigen, die auch über das Thema der Risikoabsicherung sprechen, man kann sich hier relativ gut und eng absichern und hat nach unten einige Chancen offen. Im ganz kurzfristigen Bereich selbstredend hier das Tagestief von vorgestern bei 784.719, beziehungsweise hier unten haben wir dann noch einen tieferen Bereich bei 784.388, bevor wir dann hier unten im
mittelfristigen Bereich diesen Widerstand, beziehungsweise jetzt ist es ja auch eine Unterstützung. Hier drüben war es der Widerstand, hier haben wir jetzt die Unterstützung bei 784.100 haben. Also hier das Ganze im kurzfristigen. Wenn sich das natürlich wieder weit, weit ausstreckt, wir wissen es, der Markt hat viel, viel Platz hier unten drunter zum Durchatmen. Hier war mal noch ein Spike-Bereich, den müssen wir auch mal uns noch anschauen. Hier, das hier, dieses Level, man sieht immer wieder schöne Marken, wo wir hier von unten hatten wir Widerstand. Hat lange gedauert, bis wir drüber gelaufen sind. Dann waren wir drüber. Der Peak hier runter hat in genau diesem Bereich wieder angehalten. Das sind nicht immer Zufälle. Theo, einen schönen guten Morgen. Das sind nicht immer Zufälle, sondern das sind einfach Orders, die an bestimmten Stellen auch liegen, wo dann der Markt entsprechend in die ein oder andere Richtung reagiert. Das also hier zum US-Dollar, Hongkong-Dollar, ja, das kann man oben nutzen. Ich habe jetzt keine Long-Idee hier mit reingeschrieben, weil hier oben ist einfach so ein massiver Deckel und bevor der nicht wirklich wegfliegt, fällt es mir schwer, oben drüber auch irgendwas zu finden, weil da gibt es einfach hier in diesem Chart keine Historie. Aber wir haben gesehen, hier ist der Deckel so stark, der Widerstand so stark, dass es immer wieder zu Rücksetzern kommt. Und ich sag mal, wenn es hier zum Rücksetzer kommt, warum soll man den nicht einfach einmal mitnehmen? Das ist ein relativ leichter Trade, da muss man nicht viel kreative Arbeit leisten. Schauen wir in den nächsten Markt rein. Wir bleiben bei den Währungen und gehen in den Schweizer Franken, japanischen Yen. Hier haben wir ihn auch wieder schön im Tageschart, schön. Und das sind die Trades, die ich auch so unheimlich gern mag, wenn ich sehe, dass die Trendtechnik aus den tiefen Korrekturen heraus immer mal wieder funktioniert. Was haben wir hier? Wir haben hier sehr, sehr schön den aufwärtsgerichteten Markt momentan wieder auch am Laufen. Das sehen wir hier sehr, sehr schön. Warum? Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ein Aufwärtstrend hat sich gebildet. Das Hoch des aktuellen Aufwärtstrends liegt jetzt hier bei 112,164. japanischen Yen, da war das Top markiert und dann liefen wir hier schön rein. Das Tief hier unten um die Marke von 109.885 gab es hier in der letzten Woche und da wollte der Markt nicht tiefer runter. Das heißt, hier unten hat sich ein Boden gebildet, das sieht man sehr, sehr schön in der Stunde. Und die Stunde hat jetzt Folgendes gemacht, sie hat gestern ein Umkehrmuster gebildet, das wartet jetzt auf Bestätigung. Wird das Ganze bestätigt, dann haben wir hier eine gute Chance, dass sich die Bewegung weiter fortsetzt in Richtung dieses Hochs hier oben. Nächste Anlaufpunkte wären dann hier diese Marken um die 111.272 bzw. 111.410, was diese Bereiche sind. Mit Blick nach unten, wenn das Ganze ausbleibt, das heißt, wenn wir jetzt hier keine weiter steigenden Kurse sehen, sondern eher fallende Kurse, Marke, oder wenn die Preise unter dieser Marke hier unter 109.885 an diesem Tief laufen, dann korrektive Ausdehnung sozusagen im Chart hier unten rein. Da ist der nächste Supportbereich, den wir schon eine ganze Weile hier seitwärts laufen hatten, bevor es diesen einen Peaks gab, der hier das Tief, diese ersten Gegenbewegungen gegeben hat. Da haben wir hier den Zwischenbereich bei 109,4 und darunter selbstredend das aktuelle Trendtief der Korrektur der letzten bei 108,712. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Stunde an. Hier haben wir schön den Stundenchart und hier sehen wir, was ich meine. Wir haben im Stundenchart hier drüben den Bereich, das war das Trendhoch gewesen. Hier der Abwärtstrend, das letzte Trendhoch, in diesem Rahmen selbstverständlich ein Korrekturhoch. Und dann fing der Markt an, hier so Stück für Stück nach oben zu trenden, hat höhere Hochs geschoben, hat höhere Tiefs geschoben und jetzt laufen wir hier oben drüber, stabilisieren uns. Und wenn das Ganze fortgesetzt wird, dann haben wir eine gute Chance, hier weiter nach oben zu laufen, weil dann läuft der Stundenaufwärtstrend wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends des Tages. Und das ist einfach klassisch die Bewegung, die wir hier unten jetzt aktuell in Entstehung im Stundenchart auch sehr schön sehen. Also eine schöne Situation aus der tiefen Korrektur heraus nach oben hinzutreten. Ich werde an diesen Stellen auch immer wieder gefragt, wo ich da Unterschiede mache wegen der Ziellegung in meinem persönlichen Handelsstil. Wenn ich aus der tiefen Korrektur rauskomme, reicht es mir, hier oben Gewinne mitzunehmen. Ist die Korrektur flacher, gehe ich gerne auch ein Stück weit drüber. Der Grund liegt darin, dass wir den Bewegungsweg immer ein bisschen mit einbeziehen. Also ich beziehe den Weg, die Strecke noch mit ein. Wenn hier wenig Strecke nach oben hin zurückzulegen ist, dann war die Korrektur nicht so tief, dann ist der Trend schön, schön stark gewesen. Und da ist die Chance relativ groß, dass wir doch oben drüber auch noch ein bisschen was sehen können. Aber wenn wir von tief, tief unten rauskommen, da ist der Markt ja schon sehr, sehr weit gelaufen. Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel Geld geflossen, um den Markt dort hochzubringen. Und da ist einfach häufig, nicht immer, aber häufig die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass hier über dem Hoch nicht mehr wirklich viel kommt. Und deswegen, wenn ich von unten rauskomme, habe ich den größten Teil des Ertrages schon generiert bis dahin. Und das reicht mir persönlich, da bin ich nicht gierig. Also das ist mal so ein bisschen Hintergrund, wie ich hier
in meinem persönlichen Trading meine Trading-Ziele auch in den Charts mit festlege. Und dann gehen wir jetzt vom Währungsbereich in den Rohstoffbereich und da sind wir mal wieder im Öl. Und im Öl, ich muss sagen, im Öl gibt es momentan eigentlich nicht wirklich was Neues. Wir hatten ja vor ein paar Tagen über den Ölpreis gesprochen, als wir hier oben diese Situation mit dem Doppeltop gesehen haben. Ich mache das mal ganz kurz groß. Also im kleinen Bereich hier oben haben wir gesehen, hier gab es einen Top, wurde abverkauft. Hier gab es einen Top, der ging leicht drüber, wurde wieder abverkauft. Hier sind wir reingelaufen, ging erstmal wieder runter. Das heißt, diese Problematik mit dem Doppeltop ist weiter da. Und wenn man sich das Ganze im Stundenchart anguckt, da könnte man auf die Idee kommen zu sagen, okay, hier könnte sich möglicherweise eine Schulterkopf-Schulterformation ausbilden. Muss man sehen, weiß man noch nicht. Die Problematik bei einer SKS ist ja immer die, dass man, sagen wir mal, bis die dann vollzogen wird, häufig noch den Aufwärtstrend normal am Laufen hat. Von der Seite her muss man das Ganze mal beobachten. Im großen Bild, der Aufwärtstrend ist hier weiter intakt. Wir schwanken aktuell zwischen dem Hoch hier bei 57,45 und dem momentanen Tief. Das Tief liegt hier auch in einem interessanten Bereich, nämlich hier hatten wir ja unten ein Wochenhoch bei 54,43. Das haben wir hier drüben rausgenommen. Damit haben wir auch diesen Trend hier rausgenommen. Und hier hat der Markt wieder mal das Ganze als Support genutzt. Und in diesem Bereich zwischen diesen beiden Marken schwankt der Wert des WTI momentan hin und her. Das heißt, das Thema ist zum Range Trading auch ganz gut geeignet, weil hier ist doch einiges an Luft da drin. Von 57 auf 54, da kann man schon ein paar Euro sich aufs Konto schieben oder ein paar Dollar in dem Moment. Das ist hier da. Wir sind jetzt wieder oben und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Prallt der Markt wieder mal ab, haben wir im kurzfristigen Bereich die Chance nach unten zu laufen. Anlaufpunkte selbstredend. Erstmal hier der sehr, sehr nahe Tagestief von gestern bei der Marke von, was haben wir gehabt? Das Low war bei 56,60. Ziehe ich mal eine Linie unten dran. Das heißt, das ist das nächste Tagestief hier unten in diesem Bereich. Dann folgt hier noch das Tagestief vom vom Montag, gestern hatten wir ja Dienstag hier, das haben wir liegen bei 55,81. Der Weg ist dann hier in Richtung dieses Spike-Tiefs in der Korrektur auch da bei 54,35 innerhalb dieser Range. Also dieser Bereich ist momentan offen. Schafft es der Markt tatsächlich, den Widerstand rauszunehmen, dann können wir mal schauen, was kommt. Also das heißt, wenn wir hier über dieses Hochlaufen, sind wir dann schon wieder bei knapp der 58-Dollar-Marke für das WTI. Und wenn wir das wirklich nachhaltig überschreiten, kommt der nächste Punkt, möglicherweise hier ein Anlaufpunkt, das Wochenhoch hier, beziehungsweise das Tageshoch an dieser Stelle bei 59,30. Das hier, das kommt, wenn wir uns das mal in der Woche anschauen, das liegt hier in diesem Bereich irgendwo mit drinnen. Also man hat nach oben hin Anlaufpunkte, aber da mag ich jetzt noch gar nicht dran denken. Erst einmal ist wichtig, was passiert denn jetzt hier? Und für diejenigen, die sich das Ganze im kurzfristigen Bereich anschauen, gucken wir nochmal in die Stunde rein. Hier zoome ich mal noch etwas kleiner, damit wir ein bisschen mehr Historie an dieser Stelle auch sehen. Das muss ich mal noch etwas enger machen. Hier, das ist der Punkt hier. Das könnte eine Schulter sein, das ein Kopf. Und wenn das Ganze bestätigt wird, noch eine Schulter. Hier unten mit der Nackenlinie. Der ein oder andere mag das hier so sehen. Auf alle Fälle, es ist momentan eine Top-Formation hier oben drauf. Und solange wir die nicht nach oben auflösen, bleibt sie da. Und wenn wir dann wieder nach unten drehen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir erstmal wieder Richtung unterer Range laufen. Wird es gebrochen, dann sprechen wir hier definitiv auch drüber, weil dann müssen wir uns wieder etwas weiter nach unten auch orientieren. Das zu den heutigen Handelsideen. Jetzt schaue ich nochmal rein in die Chats, ob wir hier Fragen haben. Da sehe ich momentan nichts. Von der Seite her sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier und heute am sonnigen Mittwochmorgen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Gute Trades, wie gesagt, wir lesen und hören morgen wieder voneinander. Spätestens 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und um 8.30 Uhr reden wir dann hier selbstverständlich wieder über tickende Bilder in den Charts. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.